angeblich einen Shop gibt. Ich will jetzt endlich mal da einkaufen gehen. Ich will es nicht mehr so oft erwähnen, aber ich möchte echt mal wissen, was da so gibt, weil ich bin gespannt. Der Shop, der würde uns dann vielleicht auch mal hier ein bisschen mehr Einblick in das Spiel geben, was dann später noch so kommen wird. Ich möchte jetzt hier wieder hoch, aber ihr kennt ja mittlerweile meine sprungtechnischen Begabenheiten. Also da ist eigentlich nichts. Aber so geht's auch. Warum? Schwer, wenn es auch einfach geht. Ist eine Theorie, die ich irgendwann mal aufgestellt habe während dem Spiel. Was ich mittlerweile schon bald irgendwie, weiß ich nicht, über eine Stunde spiele, ist schon mal ziemlich beachtlich. Und jetzt schaue ich nochmal, dass ich hier oben die Insel erreiche, wo die Münze drauflegt, damit wir hier 217 Dollar haben für die scheiß Stadt mit dem scheiß Shop, der hier endlich mal kommen soll. Und hier ist wieder ein Scheißhaus. Der Flieger ist gerade vor meiner Nase. So, safe. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Spiel wurde gespeichert und weiter geht's. Mittlerweile habe ich mich auch an die Steuerung gewöhnt. Hier geht's zum Dorf, da sind irgendwelche komischen Zeichen drauf, ich kann es nicht erkennen. Und bevor ich jetzt in die Stadt gehe, werde ich einen Break machen und wir sehen uns im nächsten Part. So, im nächsten Part sind wir hier angekommen und wir gehen weiter in die ins Dorf. Hier, Gemischtwarenladen, okay. Hört sich doch schon mal ein bisschen an, nach dem, was wir gesucht hatten. Einen kleinen Shop, hier ist es als Gemischtwarenladen, aber wir gehen jetzt hier einfach mal rein und schauen, was es da so gibt. Okay, nochmal rein. Und hier gibt's Herzen geben dir einen extra Lebenspunkt. Der Preis ist 40 Münzen. Herz kaufen? Nein, vorerst mal nicht. Wir wollen jetzt mal schauen, was es hier noch so gibt. Der Energiekristall aktiviert Energie-Power-Ups, die dich Energiebälle schießen lassen. Das hört sich doch schon mal interessant an hier. Der Preis ist 100 Münzen. Energiekristall kaufen? Nein, vorerst nicht. Ich mache jetzt hier nochmal kurz einen kleinen Break, weil ich glaube, einen Fehler gemacht habe. Wir sehen uns gleich. Okay, hier sind wir wieder. Ich bin so froh, ich habe das richtige Mikro ausgewählt, ich war ziemlich verwirrt. Aber jetzt kann es weitergehen. Hier so, der Hyperkristall aktiviert Hyperpower-Ups, die die Reflexe verschnellern und die Welt um dich herum verlangsamt erscheinen lassen. Der Preis ist 100 Münzen. Hyperkristall kaufen? Nein, vorerst mal nicht. Hier gibt's hier Zungenverlängerung, mach deine Zunge länger. Der Preis ist 70 Münzen. Zungenverlängerung kaufen? Nein, vorerst auch mal nicht. Wir schauen jetzt noch, was die restlichen zwei sind, das ist, denke ich, mein Leben. Der Unsichtbarkristall. Unsichtbarkeitskristall aktiviert Unsichtbarkeits-Power-Ups, die dich kurz unsichtbar machen. Der Preis ist 100 Münzen. Unsichtbarkristall kaufen? Nein. Für ein paar Sekunden ist es mir ehrlich gesagt zu viel, 100 Münzen. Deswegen eher nicht. Mit dem Spuckverstärker kannst du weiter spucken. Der Preis ist 70 Münzen. Spuckverstärker kaufen? Nein. Reden wir nochmal kurz mit dem und dann entscheiden wir uns, was wir kaufen. Hi Choppel. Hallo, willkommen in meinem Laden. Nimm dir Zeit, schau dich um. Okay, das haben wir eben getan. Ich denke, wir werden es hier mal den Energiekristall kaufen, einen, ich weiß nicht, wie oft er hält, genauso nicht wie die Unsichtbarkeitsteile, Energiebälle 100 Münzen, Energie, ja, wir kaufen den jetzt einfach mal so und jetzt kaufen wir uns noch fürs Restgeld einfach mal die Münzen. Oder kaufen wir uns insgesamt, ist immer nur einmal verfügbar, okay, ist recht interessant. Was ist das hier nochmal gewesen? Zungenverlängerung, die hole ich mir jetzt auch nochmal. Genau, okay, dann sind wir jetzt ausgerüstet mit einer längeren Zunge, wie man schon mal sehen kann. Und bin mal gespannt, wie das sich dann mit den Dingen, mit den Energiebällen hier auseinandersetzt. Oder, es auswirkt. Ab in die nächste Sektion und wir sind jetzt im Erdspaltdorf. Wir gehen jetzt erstmal in das nächste Scheißhaus zum Speichern und wir wollen das Spiel speichern. Und es wurde gespeichert, erfolgreich. Und da oben. Hey! Er schon wieder. Ja? Willst du mir irgendwas mitteilen? Gut, dass ich sie hier treffe. Das sollten sie besser noch wissen. In der Höhle, die in die Stadt führt, ist ein Wachposten stationiert. Milgram versucht, die Stadt abzuriegeln, sodass niemand hinein oder herauskommt. Vielleicht ist das der Grund für seinen Versuch, die Brücke zu demolieren. Wenn sie vorhaben, da reinzugehen, überlegen sie sich das vielleicht besser noch einmal. Nun ja, da wollte ich schon reingehen. Ich meine, was machen wir sonst? Hier auf unserem Hintern herumsitzen? Nein, aber ich hatte gehofft, dass wir in voller Stärke einmarschieren würden. Gegen Milgram? Wirklich? I mean, on paper, bla bla bla, sounds. Der Plan sei gut genug. Er möchte hier jetzt nicht das Arschloch sein. Und irgendwas machen. Es ist fair genug. Und er ist es jetzt hier nicht so. Er will es nicht selbst herausfinden. Also dieser Milgram, der hat viele Anhänger
Und er ist in der ganzen Stadt verteilt. Und selbst wenn sie die ganze Stadt niederballern würden, würden sie sie ausnocken. Und die sind sehr mobil. Flugzeuge und so weiter. Wie meint der Dropper gets surrounded in no time, ich weiß es gar nicht. Brute Force against Brute Force won't work. Also brutale Gewalt gegen brutale Gewalt würde nicht funktionieren. Wir sollten besser ein Ziel, Butting Heads, bla bla bla, irgendwas mit einem Zug. Ich sehe, was sie meinen. Es muss irgendwas geben, das wir in unserem Vorteil nutzen können, aber zahlmäßige Überlegenheit ist es nicht. Wie auch immer, bla bla bla, is this guy right? Nach meiner Kenntnis ja. Vielleicht kann ich mich an ihm vorbei argumentieren. Schlimmstenfalls kann ich immer noch abhauen, richtig? Das hoffe ich sehr viel Glück. Ja, er ist halt bloß ein Mensch, aber er hat viele Anhänger und so weiter. Wir schauen uns jetzt noch mit der Minikarte an und schauen, wo wir bisher sind. Das dauert jetzt kurz, das wird jetzt immer heller und dann poppt die Karte auf. So, die Weltkarte. Wir sind jetzt hier im Erdspaltdorf und hier, denke ich mal, wird die Stadt sein. Und mal schauen, wo es dann noch lang geht. Ich denke, hier geht es dann vielleicht durch, da bis zur Höhle, da hoch und so weiter und so fort. Und hier können wir auch bewegen, aber ich möchte eigentlich jetzt hier wieder zurück weiterspielen. Da, das habe ich letztens nicht gefunden. Ach so. Doch nicht. Hier im Erdspaltdorf. Ich komme da nicht mehr rein, ich weiß nicht. Hier habe ich aus Versehen gerade einen Fehler gemacht. Ich komme nicht mehr zurück, also gehe ich einfach mal zurück zum Titelbild und lade einfach das Spiel neu. Wir sind da ja im Scheißhaus gewesen. So, Erdspaltdorf, weiter geht's. Hier alles schnell drüber. Wenn der Typ jetzt wieder kommt, dann überfliegen wir den einfach. Ja, das kennen wir doch schon alles. Ich brauche jetzt hier nicht mit dir reden, das haben wir gerade schon gehabt, also runter da und rüber da. Scheiße. Da unten war irgendwas, oder? Täusche ich mich da? Nee, da war nichts. Ich habe mich getäuscht. Und wir jumpen raus und mal schauen, ob wir jetzt hier gleich durch die Höhle in die Stadt können. Erdspaltdorf. Huh, hinter uns geht ein Tor. Vor uns geht ein Tor auf. Ich wollte eigentlich sagen, hinter uns geht ein Tor zu, aber dem war nicht so, deswegen. Was zum. Du! Das ist wieder diese geile Hello Kitty Fake. Du bist ein Anhänger, oder nicht? Nein. Du kannst mich nicht täuschen. Du siehst sehr verdächtig aus. Könntest du einfach beiseite gehen? Ich muss mich um etwas in der Stadt kümmern. Nun, ich darf niemanden durch dieses Tor lassen. Ohne diesen Schlüssel kommst du nirgendwo hin. In Ordnung, kannst du mir diesen Schlüssel bitte ausleihen? Auf keinen Fall, nur über meine Leiche. Das lässt sich einrichten. Und wir kämpfen wieder gegen ihn, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ich lasse einfach mal gegeneinander ankämpfen, hier so zack, 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 zack. Ah, okay, ich hab's verstanden, ich muss einfach bloß auf die drauf. So, er ist weg. Ich glaube, ich kann meinen Energieball einsetzen, sobald ich. Interessant. Sobald ich, glaube, ein Monster getötet habe, ich weiß nicht, ob das jetzt bloß beim Boss hier ist oder generell, aber sobald ich, glaube, die Monster getötet habe, ich weiß nicht, dann ja, kann ich, glaube ich, Energiebälle schießen, aber ich weiß gar nicht jetzt, ob ich das Teil da vorne gebraucht hätte. Denn ich kann so damit nichts anfangen. Da ist wieder eins. Der hat eine Knarre, oder? Wie soll ich das interpretieren? So, weg ist es. Tor ist auf. Und drüben schauen wir mal. Sieg. Okay, der Schlüssel ist da. Wir schlucken den Schlüssel mal und schießen das gleich wieder auf. So schwer war das jetzt gar nicht. Und wir gehen ab durch die... durch das Tor und wieder raus aus der Höhle. Vielleicht sind wir jetzt in der Stadt. Nee, wir sind immer noch im Erdspalt. Hey, hier drüben. Ich habe jetzt hier eigentlich keinen Bock zu lesen. Ah, sehr gut, sie sind wohlbehalten hier angekommen. Ihr habt nur ein paar Milgrams Schlägertypen haben mir aufgelauert. Was nun? Ja, wie sie wissen, ist die Stadt der Hälfte geteilt. Milgram hat diese Hälfte der Stadt komplett abgeriegelt und hält diese meisten Bewohner gefangen. Sie sind der Häusern eingesperrt und in der Bewachung, wenn sie befreien können, sind sie sicher, blablabla, klingt logisch. Ihr großes Problem wird das Tor sein, wo das Stadt wieder befindet, das wurde verschlossen. Also wir müssen irgendein Tor öffnen wahrscheinlich. Und ich glaube, dort ist keine Wache, der sie den Schlüssel stehlen können. Der Schlüssel ist wahrscheinlich in einem der Häuser versteckt, aber ich weiß nicht in welchem. Am erfolgversprechendsten scheint einen der Gefangenen zu fragen. Dann schauen wir doch jetzt mal weiter, ob wir einen der Gefangenen sehen, finden oder etwas derengleichen. So, das Fahrstuhlhaus. Oh je, ich höre eine Menge Füße herumtrampeln. Zack. Mit zwei Hüpfern ist er auch schon kaputt. Also das ist jetzt nicht so das große Hindernis.
Mal schauen, was jetzt hier noch so auf uns zukommt. Ich weiß nicht, was das mit unseren Energiebällen ist, ob die uns jetzt hier wirklich schon verlassen haben oder ob wir die jedes Mal wieder bekommen. Er hat eine Knarre oder was soll das sein? Oh ja. Schaut ja schon mal richtig heftig aus jetzt hier mit Knarren und so weiter. Deswegen hat sich es vielleicht doch gelohnt, dass wir das letzte Test hier erweitert haben. So, ich habe wieder Leben bekommen. Hier ist eine kleine Bombe. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich die schlutzen und auf die anderen schießen. Ich denke mal schon. Das werde ich jetzt nämlich mal machen. Hier, zack. Oh ja, das war jetzt mal ein richtig cooler Move. Zack. Ich wollte jetzt. Was macht denn er hier? Interessant zu wissen, hier ist ein Fernseher. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier. Okay, der geht gleich kaputt. Jetzt habe ich mir Energiebälle. Zack. Das ist schon mal richtig cool mit den Energiebällen. Denn, wie man sehen kann, erleichtert es uns hier ziemlich die Arbeit. Und man bekommt die auch so umsonst. Bloß ist es, glaube ich, zeitlich begrenzt. Ups. Hier könnte ich schwören, von aus hast du nicht so groß ausgesehen. Okay. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal ganz nach oben, weil vielleicht ist da der Schlüssel. Und wir werden hier einfach mal. Zack. Zack, du bist kaputt. Du kannst mir nichts mit deiner Knarre anhaben, solange ich aus meiner Zunge coole Plasma-Bolzen schieße. Und hier, du auch, du kleines Fernseher-Toastgerät. Ich weiß nicht, irgendeine Mischung aus beiden wird es sein. Unsere Energiebälle, die lernen sich hier rapide auf. Sehr gute Investition, glaube ich. Und auch die Herzen, die waren eine gute Anschaffung. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht wäre das Unsichtbarkeitsding auch nicht schlecht gewesen. Aber ich war mir eben nicht sicher, ob das dann vielleicht für immer bleibt. Oder ob das dann wieder nach einer Zeit weggeht. Was eigentlich mehr so nach dem Text klang. Hier so von hinten. Zack. So, ich bin jetzt oben angelangt. Hier muss jetzt noch irgendwas kommen, ansonsten war der ganze Weg umsonst. Ich hoffe es nicht. Geht's hier durch? Hier geht's sogar durch, okay. Wir sind jetzt hier im Erdspaltdorf. Wir gucken jetzt kurz hier links lang und hier gibt's anscheinend nichts zu sehen. Wir können auch einfach den Aufzug nehmen, aber wir gehen jetzt einfach mal hier lang, weil das scheint mir jetzt hier etwas kürzer. Obwohl meine Sprungkünste lassen wieder zu wünschen übrig. Probier's noch einmal, wenn ich dann... Nee, noch einmal richtig springen, so, zack. Das muss doch zu schaffen sein, Mann, Mann, Mann. Und ich hab's geschafft, schalalalala. Hier werden wir dann noch mit dem Aufzug gelandet. Schauen wir hier mal rüber, links, rechts, links, nein, links. So, hier hoch. Und hier ist der Schlüssel, den wir brauchen. Oder das Schloss, für den wir den Schlüssel brauchen. Das heißt, die Suche war jetzt noch nicht erfolgreich, deswegen schauen wir mal, ob wir den hier vielleicht noch irgendwo finden können. Ich hoffe es sehr, denn ich möchte das jetzt ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Hier ist wieder etwas, vielleicht ist da oben der Schlüssel. Ich denke, die Tür ist nicht verschlossen, schaut zumindest nicht so aus. Ist nur wieder ein Hindernis hier und gehen wir mal rein. So, Oh, okay. Jetzt sind wir eingesperrt und wir müssen jetzt durch diesen Dungeon, nenne ich das hier mal liebevoll. Scheiße. Wir müssen uns hier durch den Dungeon kämpfen und hier drin wahrscheinlich den Schlüssel für den Ausgang finden. Der fährt noch zugleich. Kann ich die schlutzen? Okay, den kann ich schlutzen. Das ist schon mal gut. Einfach mal hier runter. Und schauen, ob sich der Schlüssel irgendwo befindet. Hier ist was, wo ich Wasser trinken kann. Das bringt mir auch Leben. Oh ja, was ist das denn bitte? Zack. Oh, fuck. Zack, nimm das. Okay, und der ist weg, der richtige fette Hase. Man sieht jetzt schon mal, wenn man sich die ersten Parts anschaut, und hier, da geht es jetzt schon mal richtig zur Sache mit Hasen, die irgendwelche Kugeln bolzen und was weiß ich was. Und die sammeln sich hier, das heißt, die gehen irgendwie anscheinend nicht kaputt. Doch, jetzt sind sie kaputt gegangen. Gut, also richtig heftiges Spiel, würde ich jetzt mal hier so sagen. Ist zwar richtig komische Grafik, aber die Story oder so, ist macht eigentlich voll Spaß, finde ich jetzt. So mal, es ist für zwischendurch, es ist genau das Richtige, mal ein, zwei Parts aufnehmen, das ist eine halbe Stunde oder sowas. Und man bekommt ja auch keine Aggression oder sowas, es ist einfach bloß ein Spiel, was man einfach zwischendurch spielen kann. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass ich es zu einem Let's Play mache, weil ich denke wirklich, also die Zeit habe ich auch, dass ich da zwischendrin einfach mal ein... Ah, okay, was war das denn jetzt? Das hält mich, glaube ich, davon ab, dass ich hochspringen kann. Oder auch nicht, ich weiß es gar nicht, was das hier gerade ist.
Aber wie gesagt, ich denke, also die Chancen stehen gut, dass daraus ein Let's Play wird. Und ich werde das Let's Play einfach dann fortführen. Das ist halt trotzdem dann Part 1. Ich kann hier nicht hoch und ich verstehe nicht warum. Und dann werde ich halt die Zuschauer in der Beschreibung einfach darauf hinweisen, ja, dass die dann in der Beschreibung nachschauen sollen. Für Let's Test Part 1 bis 5, 6, 7 bisher, ich weiß es nicht genau. Weil dann können sie, ich habe jetzt gerade eine Idee, ich könnte den Toaster vielleicht nach oben spucken, vielleicht geht dann dieses Brauseteil kaputt, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, wie gesagt, ich weise die Zuschauer dann darauf hin, dass sie Let's Test 1 bis jeweiligen Part an.